Vicky Pollard. Ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Ich bin es, aber ich sollte eigentlich überhaupt nicht hier sein, denn das, was passiert ist, war ganz anders, als was man erzählt hat. Das war nämlich so. Unsere Clique war nämlich in Disney World und die haben uns rausgeworfen, weil wir die Aristocats verprügelt hatten. Und dann meinte Herr Nagavi, wir sollten uns nachts wieder reinschleichen und die Peter Pan-Achterbahn abfackeln, nur zum Spaß. Also sind wir da rein und ich habe gar nichts getan, nur das Benzin ausgekippt und das Streichholz angezündet, mehr nicht. Und dann habe ich die ganze Schuld dafür bekommen. Aber ich war nicht alleine und wenn Kelly Raymond das sagt, hören Sie nicht auf die, der kann man nicht trauen, die färbt sich den Schnurrbart. Ich hab nicht die geringste Ahnung, was du da redest. Was zum Teufel erzählst du mir da? Oh mein Gott, Sie sind voll der Rassist. Ich hab doch gerade alles erzählt, also halt die Fresse. Haben Sie mit Shelly Kamen gesprochen? Ich erzähle Ihnen mal was über Shelly Kamen. Shelly Kamen ist voll die Mistkuh und sie hasst mich total, weil sie voll in Tony Tosa verknallt ist. Und mich findet sie scheiße, weil Tony Tosa mich hinter der Jugendherberge gefingert hat. Und als sie das rausfand, ging sie total psycho. Dabei war ich gar nicht in der Nähe von dem Fluss, also wie soll ich die Schlampe da reingeschubst haben? Ich krieg Kopfschmerzen von dem Gequatsche. Halt die Klappe. Aber ich hab doch überhaupt nichts gesagt. Gott, dieser Laden ist echt voll schwul. Ich sagte, halt die Klappe! Ja, ich halte jetzt die Klappe, also halten Sie doch selber die Klappe.